أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Heute ist die Nacht zum 7. Muharram. Anlässlich dazu werde ich euch etwas über den jüngsten Märtyrer von Karbala erzählen, Abdullah ibn Hussein. Abdullah war das jüngste Kind von Imam Hussein a.s. Er wurde nur 6 Monate vor seinem Märtyrium an Ashura in Medina geboren. Seine Mutter war Rawab salamullah. Über den Namen Abdullah gibt es große Verwirrung bei den Erzählungen zu den Ereignissen von Ashura. So wird er in den meisten Erzählungen als Ali Asghar bezeichnet, sodass dann 3 Alis als Söhne Imam Husseins in Karbala dabei gewesen wären. Außer ihm noch seine älteren Brüder Imam Zain al-Abidin a.s. und Ali Akbar. Seine Mutter Rubab hatte 2 Kinder, Sakina und Ali Asghar. Alle 3 begleiteten ihren Ehemann bzw. Vater Imam Hussein a.s. nach Karbala. Die Tatsache, dass Imam Hussein ein fast Neugeborenes mit sich nahm, zeigt, dass es von Anfang an nicht seine Absicht war, eine bewaffnete Rebellion zu starten. In Karbala war Ali Asghar nur 6 Monate alt. Ab dem 7. Muharram wurde das Wasser vom Lager des Imams abgeschnitten. Ali Asghar musste großen Durst erleiden. Am Tage von Ashura, nachdem auch Abbas ibn Ali, Ali Akbar, Qasim und viele andere ihr Märtyrium erlangt hatten, stand Imam Hussein a.s. außerhalb des Lagers. Er war jetzt ganz allein und bereitete sich vor, selbst ins Schlachtfeld zu gehen. In diesem Augenblick hörte er ein Kind weinen. Es war Ali Asghar, der vom stechenden Schmerz des Hungers und Durstes gequält wurde. Imam Hussein a.s. ging zum Zelt Rubabs und hob das Kind aus der Wiege. Rubab zog Ali Asghar um, sogar einen kleinen Turban band sie ihm auf den Kopf. Imam Hussein trug das Kind ins Schlachtfeld. An Yazids Soldaten gewandt sprach er: Dieses Kind hat euch nichts getan. Es stirbt vor Durst. Ich bitte euch, gebt ihm nur ein paar Tropfen Wasser. Keine Antwort. Nun sagte Imam Hussein a.s. Salam: Wenn ihr fürchtet, dass ich das Wasser trinke, seht her, ich lege das Kind hier auf den Boden. Kommt und gebt ihn selber zu trinken. Er legte das Baby auf den Sand Karbalas und entfernte sich einige Schritte von ihm. Jeder weiß, wie heiß der Wüstensand ist. Ali Asghar lag dort ohne auch nur zu zucken. Er drehte sich dem Feind zu und starrte ihn an. Ein Gemurmel ging durch die Armee, aber niemand kam, um dem Kind Wasser zu geben. Der Imam nahm wieder das Kind auf seinen Arm und sagte mit einer klaren Stimme: Mein Sohn, zeig ihnen, wie durstig du bist. Und Ali Asghar drehte sein Gesicht den Soldaten zu. Er lächelte sie an und öffnete seinen Mund und strich seine trockene Zunge über seine Lippen. Das wirkungsvollste Schwert wurde gezogen. Die Soldaten waren so gerührt, dass ihr Weinen laut wurde. Trotzdem hatten sie solche Angst vor Yazid, dass niemand sich wagte, vorzutreten, um Ali Asghar Wasser zu geben. Dann geschah etwas Furchtbares. Harmale, la'natullah alayh, wurde von Banu Asad, hob seinen Bogen, zielte mit einem Pfeil auf den Säugling. Der Pfeil flog quer durch die heiße Wüste. Ein zischendes Geräusch. Das Lächeln Ali Asghars, als dieser seinen Kopf anhob und es Hals streckte. Kein normal denkender Mensch kann sich den nächsten Augenblick auch nur vorstellen. Das Surren des Pfeils brach ab und Ali Asghar lag still in den Armen seines Vaters. Imam Hussein zog den Pfeil raus. Er nahm den toten Körper des Säuglings zu Rubab und sagte: Rubab, dies ist eine Prüfung von Allah, die nie zuvor eine Mutter bestehen musste. Komm mit mir. Rubab folgte ihm. Mit ihren eigenen Händen gruben sie ein kleines Grab und zusammen begruben Vater und Mutter ihren Ali Asghar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.